Heute vergnügen wir uns mal wieder bei dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit den Deutschen, und zwar dem Leopard PTA. Ich selber muss sagen, ich finde den sehr cool. Andere Spieler finden den gar nicht gut und kommen gar nicht mit dem zurecht. Das ist irgendwie so eine Hassliebe von manchen. Also es ist sehr, sehr kurios, aber ich finde ihn halt auch einfach optisch einen sehr schönen Panzer. Und dementsprechend muss ich sagen, kann ich selber mit dem einfach viel anfangen. Er kommt auf gut auf Geschwindigkeit, er hat eine schöne, gut zielende Kanone. Und ja, natürlich ist er weich, aber mein Gott, das ist ja nicht der einzige Panzer im Spiel, der weich ist. Aber ansonsten muss ich sagen, kann ich dem einiges abgewinnen. Jetzt schau mal, was Valley hier mit dem Panzer so bestreitet. Auf jeden Fall fahrt er hier erstmal mittig auf den Hügel. Sein Team ist so in der Tendenz her, kann man mal sagen, so ein bisschen ausgeglichener, was man hier sieht. Der Gegner hat dann irgendwie zwar natürlich Ausreißer nach oben, aber so die Konstanz liegt eher in seinem Team von den WN-Werten her. Und jetzt hat er da hier erstmal gespottet, aber noch nichts wirklich aufgedeckt, beziehungsweise bis auf den T49, der hier neben ihm aufgeploppt ist, aber im Chat ist schon wieder, da geht schon wieder rund. Da haben sie gute Laune. Beim Gegner ist sogar ein Oho dabei. Oho. Ne, in seinem Team, Entschuldigung. Nicht beim Gegner, in seinem Team. Wo ist denn der Oho? Naja, schauen wir erstmal, was er hier macht. Den T30 hat er nur böse erwischt. Der Oho ist hier hinten übrigens. Aber sehen wir jetzt nicht so ganz. Egal. Wir bleiben hier auf ihm. Und jetzt kann er den T30 mal schön beschießen. Da kommt jetzt auch noch eine Badget rum. Und noch ein Hit. Badget dürfte ihn jetzt rausnehmen. Ne, der WZ nimmt den raus. Da ist einiges dran, was er jetzt beschießen kann. Der IS-3 bittet ihn auch, oder bietet ihm das Ashland an. So kann man es ja schon fast sagen. Wie so eine Dirne. Der Pershing. Aber er hat hier natürlich jetzt eine super schöne Art und Weise, wie er jetzt hier wirken kann. Jetzt wieder den IS-3. Ah, der war gerade ein bisschen verrissen. Aber jetzt doch nochmal. Na also. So, weiter geht's. Da drüben auf der 9er-0er-Linie, da ist einiges am Start. Da sollte er mal versuchen, hinzukommen und zu helfen. Na, auf den IS-8 kommt er nicht drauf. Jetzt ist er offen. Der T49 hat ihn aufgemacht, aber er kriegt sofort eine zurück. Und jetzt der Type 61, aber da kriegt er keinen Hit drauf. Nur der IS-3 da vorne, der erstmal in erster Instanz die Leute abhält. Der Leo ist aber übrigens auch wirklich so ein Panzer, den man eher zum Snipen und, zum Snipen und zum Flankieren nehmen sollte. Also den sollte man schon auch so spielen, wie er es hier gerade macht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, jetzt der arme IS-3. Da wurde aber ganz schön auseinandergenommen. Jetzt hat er so viele Ziele, dass er gefühlt gar nicht weiß, wen er nehmen soll, und entscheidet sich am Ende für den IS-8. Don't cap idiots. I kill you. Silence. I kill you. So, T54. Macht ihn jetzt auf, aber da kriegt er erst nochmal eine Schelle zurück. Und er farmt hier fleißig weiter den Schaden und macht den T54 weg. Jetzt ist der OO zerstört worden. So, auf wen kommt er jetzt? Ist der Type da beschießbar? Nein, der T49 leider auch nicht. Ah, da ist doch der T62A. Der könnte aber ein bisschen, ja, ich wollte gerade sagen, auf den Deckel. Mag er es nicht so gern. Ah, der M103 aber.
Komm schon. Nein! Also wie gesagt, die Kanone ist genau, wenn sie eingeaimt ist. Wenn sie aber nicht eingeaimt ist, dann verzieht sie natürlich so wie jede andere Kanone auch ganz gern mal. So, jetzt hier auf den IS-8. Ja, sehr schön. Jetzt steht nur noch ein IS-7 im Cap. Aber auch hier kommt er wieder schön aufs Ashline drauf. Und zack. Aber den lässt er jetzt auch stehen und geht jetzt weiter hier auf die näheren Gegner. Hier zum Beispiel auch der IS. Der M103 schaut direkt auf ihn, da muss er aufpassen. Kriegt hier den Abpraller. Und seines Zeichens kann er hier nochmal austeilen. 12 zu 8, 4800 Schaden. Oh, jetzt hat er es getroffen. Der tut natürlich weh, sondern er macht auch mal schnell 550 Schaden, wie hier gesehen. Na, da kommt er aber also ums Fitzelchen nicht auf den M103 drauf. So, jetzt geht er auf den IS wieder. Oh, Badgett umfährt. Badgett nimmt ihn raus. So, jetzt noch ihn und als letztes da drüben den M103. Aber der ist leider schon zerstört und dementsprechend war es das mit dieser Folge. Aber wie gesagt, Leo PTA finde ich ein super Gerät. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu dem Panzer äußern, sofern ihr ihn schon mal gespielt habt, was ihr so von dem haltet. Würde mich sehr interessieren. Also, bis bald, euer Alcaramba.